Ja, und damit geht's weiter in dem nächsten Kapitel von Fire Emblem Path of Radiance. Ja, der letzte Part war ein bisschen interessant. Wir waren kurz vorm Sterben. Und wir hatten zwar eine Titania, die alles hätte umnieten können, aber egal. Ja, und dann kamen die Lagus uns zur Hilfe. Und dank eines klugen, wissenden Herren in unseren Reihen, der ja wunderschöne Redensarten benutzt, ist das Ganze fast außer Kontrolle geraten und eskaliert. Aber naja, ich hoffe, irgendwann können wir ihn aus dem Team rauswerfen. Aber egal. Ja. Jedenfalls würde ich sagen, machen wir weiter mit Kapitel Nummer 9. Was in dem Fall. Wieder sehr spannend wird. Ja, denke ich auch. Und den Namen Ingalia trägt. Darauf habe Und ich wird der gewartet. Löwenkönig mal rauskommen. Ja, genau. Guten Morgen, Ike. Hast du vielleicht einen Moment Zeit für mich? Nein. Ja, genau. Heute ich auch geantwortet. Was gibt's denn? Ich höre zu. Unsere Ausgaben, unsere Kampffähigkeit, der momentane Stand unserer Truppen. Über all diese Dinge musst du Bescheid wissen. Dinge zu verstehen gehört ebenfalls zu den Aufgaben eines Commanders. Also dann das Hören. Sehr gut. Ah. Cool. Okay, alles klar. Titania der Held, okay. Ach. Oh. Hier sieht man dann, wie viel Bonuserfahrung man anscheinend bekommt. Interessant. Ich habe 4.400 ausgegeben. Aber 15 eingenommen. Krass. Was da gut passiert ist. Ja, ich habe keine Ahnung. Das war's. Meiste davon habe ich verstanden. Ich werde dir ab sofort vor jedem Kampf Bericht erstatten. Vielleicht hilft dir das. Das wird es sicherlich. Danke. Ich verlasse mich darauf, dass du dich um die Details kümmerst. Mach weiter so. Sehr gut. Vielen Dank, Commander. Ich werde mein Bestes tun. Aber nun bitte ich um Entschuldigung. Ich muss gehen. Ja, okay. Okay, wir sind wieder hier angekommen. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal gleich mit den Infogesprächen. Aber das sind einige. Eieiei. Ey, macht der früher was etwas Konkurrenz hier? Ja, aber wirklich. Etwas nicht, Zorin. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Ja, alles ist vorbereitet. Nur eine Handvoll Roben und ein paar staubige Bücher. Ich habe noch weniger, aber du reist auch mit Leichengepäck. Verabscheue es, mich mit unnötigen Dingen zu belasten. Ich auch. In dem Punkt sind wir uns wohl sehr ähnlich. Du siehst schon wieder so besorgt aus. Nun, nichts schon gut. Sind alle sehr langsam. Oder soll ich nachschauen, was sie machen? Zorin, mach dir keine Sorgen. Morgens hier in Sonnenlicht zu sitzen, es hilft mir zu verstehen. Lebe. Ich habe zuverlässige Freunde. Ich weiß, dass ich es deshalb schaffen werde, dass ich meinen Weg weitergehen kann. Ich hoffe nur, ich belüge mich nicht selbst. Nein, das tust du nicht. Das tust du nicht. Also gut, machen wir weiter. Ich weiß, die Zeiten werden schwer, aber wenn wir Schulter an Schulter stehen, werden wir es schaffen. Klar. Faszinierend. All ja. Ah, Ike, guten Morgen. Morgen, wie geht es dir? Würde ich gut sagen, würde ich lügen, aber ich streng mich an. Gestern war ich so durcheinander, aber als ich heute Morgen wachte und den blauen Himmel sah, die Sonne auf meinem Gesicht spielte, da spürte ich, dass ich lebe. Die Sonne wärmte mich, sie ist immer warm, aber aus irgendeinem Grund wollte ich weinen. Oh, ei, ja. Es liegt in unseren Händen, wir müssen das Leben wirklich leben. Wir müssen für Mutter und Vater leben, dürfen ihr Andenken nicht entehren. Daher, ich werde immer wieder an sie denken und ab und zu auch weinen. Aber ich werde leben. Du hast recht. Alles, was du gesagt hast, stimmt. Wir werden zusammen weiterleben. Genau. Oh, tut mir leid. Ich muss mich beeilen und alles vorbereiten. Bis später, Bruder. Ja, es ist schon spät. Wir sollten uns wirklich beeilen. Einfach ein bisschen so aus dem Kontext gerissen, aber okay. Ja. Oscar. Hey, guten Morgen, Ike. Wie geht's dir heute? Der Kampf gestern war hart. Hallo, Oscar. Er könnte dann richtig unser Rocco sein, einfach. Ja, wegen den geschlossenen Augen und so. Und Ja. kochen. Oh ja, mir tut alles weh. Jeder Muskel in meinem Körper schmerzt.
Ich hoffe, das wird besser, wenn ich mich eine Weile bewegt habe. Das hoffe ich auch. Als ich aufgewacht bin, kam ich kaum aus dem Bett. Wir können wirklich von Glück sagen, dass wir noch leben. Wenn diese beiden tierischen Kämpfer nicht erschienen wären, hätte es wohl niemand von uns geschafft. Ja, Ike, ich habe keine Vorstellung von dem, was du gerade durchmachst und dich fühlen magst. Aber du solltest trotzdem versuchen, dich an die Ereignisse von gestern Abend zu erinnern. Die Männer, gegen die wir gekämpft haben, waren Profis. Gut ausgebildet unter dem Kommando eines ausgezeichneten Strategen. Aber nicht unverwundbar. Damit sagen, die folgen bestimmten Regeln. Sie gehen nach einem bestimmten Muster vor. Jetzt verstehe ich, wenn ich begreife, wenn ich begreife, wer sie sind und wie sie sind, dann werden sie verwundbar. So, nächste Mal werden wir nicht verlieren. Ha, was? Beim Moment dachte ich, Commander Gray stünde vor mir. Sein Sohn, ich sollte ihm ähnlich sehen, oder nicht? Geht nicht um die Ähnlichkeit. Es war auch keine Aura oder so etwas in der Art, wie soll ich es nur beschreiben? Deine Persönlichkeit, dein Charakter. Es fühlt sich an wie bei ihm. Aha. Haha, tut mir leid, das klingt bestimmt fürchterlich albern. Ja, Commander. Wirst du ab jetzt mit mir trainieren, so könnte ich den Kampfstil der Ritter besser analysieren. Natürlich. Wenn es irgendwas gibt, was ich für dich tun kann, brauchst du es mir nur zu sagen. Okay. Oh, und dann die nächste, mit der ich eigentlich nicht reden möchte. Oh, Chef, morgen! Guten Morgen, bist du bereit zum Aufbruch? Ich bin bereit. Egal wie spät ich schlafen gehe, ich bin immer vor Sonnenaufgang wach. Wir können jederzeit aufbrechen. Tut mir leid. Alles, was passiert ist, das kam alles so plötzlich. Oh, so schlimm war es doch gar nicht. Aber dich nimmt es schwer mit, nicht wahr? Dasselbe könnte ich dich auch fragen. Es kann doch nicht einfach sein, sich einer Gruppe gesuchter Söldner anzuschließen und jeden Tag zu kämpfen. Oh, so schlimm finde ich das gar nicht. Weil sie keiner nutzen tut. Ja, das Schicksal hat dich auf unsere Seite gezwungen, nicht deine freie Entscheidung. Ich weiß, mein Vater sagte, du hättest eine Schuld zu begleichen, aber er ist nicht mehr hier. Wenn du uns verlassen möchtest, werde ich dich nicht aufhalten. Was ist? Oh, in solchen Momenten, weiß ich nie, was ich sagen soll. Nee, verdammt, reiß dich zusammen, Mia. Gestern, inmitten dieses einzigen Chaos, hast du nicht aufgegeben, Chef. Da wusste ich es. So lebt ein wahrer Mann. Deshalb muss ich einfach bei dir bleiben, verstehst du? Ich glaube schon. Das ist meine Geschichte, Chef. Also tu mir einen Gefallen und verlang nicht, dass ich gehen soll. Bin hilfreich. Wirst du schon sehen. Reich. Okay. Wenn du wirklich so empfindest, dann verstehe ich dich. Ich zähle auf dich, enttäusch mich nicht. Niemals, das könnte ich gar nicht. Ja, ich glaube auch, dem ist nichts hinzuzufügen. Mordecai, der Letzte im Bunde. Ike. Soweit, können wir bald aufbrechen. Es dauert länger, als ich dachte. Es tut mir leid, dass ihr auf mich warten musstet. Ich werde mich einfach mit dir unterhalten, während wir warten. Meine Worte klingen sie gut, verstehst du mich? Sicher, kein Problem, ich verstehe dich. Das ist gut. Mordecai ist nicht so gut in dieser Sprache. Welcher Sprache unterhaltet ihr euch sonst? Die anderen aus meinem Stamm, wir verwenden keine Worte. Ich sage alles mit Gesten, mit... Sagt ihr, fauchen? Das hört sich praktisch an. Ja, aber mit anderen Stämmen können wir nicht so reden. Gut, warum lernen wir diese modernen Wörter? Ich denke, es würde auch reichen, wenn man sich nur mit seinen Freunden unterhalten kann, meinst du nicht? Nein, reicht nicht. Gefahr oder bei Konflikten. Wir können Wörter sagen, um unnötigen Kampf zu vermeiden. Daher sind Wörter, die viele verstehen, gut. Wörter verwenden, um unnötige Kämpfe zu vermeiden. Das ist eine Seite, die man bedenken sollte. Ja, das stimmt. Okay. Wenn wir noch mehr unsere Support-Dinger, okay. Glaube ich, nutzen können. Sorin und Ike. Chris und Titania. Will eigentlich nicht Sorin machen.
Ja, da warte ich erstmal noch mit. Weil ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich ihn nutzen werde. Auch wenn ich natürlich diese schöne Engelsrobe verschwendet habe an ihm, aber... Ja. Eher weniger. So, okay, ich würde sagen, wir müssen uns wieder neu ausrüsten. Sagen erstmal, du verkaufst mal den Langspiel. Verkaufe ich mal einen neuen. Oh, wen haben wir denn hier? Kommt irgendwie bekannt vor, der Typ. Weiß nicht, wo der herkommt. Ey, ist immer nicht so, dass der Heroes ist irgendwie voll groß geworden. Ja, kann sein. Der wurde nicht irgendwie neu in das Spiel oder so reingebottet oder so. Der ist bestimmt, der ist von selbst. Auf einmal hat er so viel Hype bekommen, dass er auf einmal 1500 Votes innerhalb eines Jahres entwickelt. Also ganz, ganz normal. Da ist nichts irgendwie mit komischen Dingen oder so abgegangen. Nein, natürlich nicht. Boah, ich glaube erstmal, du da denkst mal soweit in Ordnung, aber ich würde sagen, du kriegst auch mal ein Wurfbeil, ein normales. Geld habe ich, wobei so viel Geld habe ich nicht. Ich glaube nicht, das spare ich jetzt erstmal. Relativ, würde ich sagen. Habe ich vielleicht noch, Starbucks. Geheimmittel, ja. Glück und das Ding haben wir auch noch. Hm? Ja, aber der Rest warte ich, glaube ich, erstmal. War das hier mit, ja, Bonuserfahrung. Aber ich glaube, muss da irgendjemand was geben. Wobei, vielleicht Iliana. Ja, Iliana gebe ich ein, zwei Level, würde ich sagen. Okay. Ja gut, okay, sie hat es ja auch verdient, sich ja neu da. Ja, kann immer nur eins geben, na gut. Okay, Level 1. Okay, okay. Nicht schlecht. Die meldet sich echt an, den Ersatz für Sorin zu spielen. Ich will echt Sorin verdrängen, habe ich hier das Gefühl. Und das macht sie richtig gut. Das macht sie sehr gut. Ja, okay, ich glaube, wir haben eine neue Magierin gefunden. Bitte. Boah, ich würde mal sagen, dann brauchst du kein Feuer mehr. Erstmal, das behalten wir erstmal noch. Aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ich tatsächlich sagen würde, dass Iliana Sorens Platz einnehmen wird, wahrscheinlich. Okay, aber sonst noch alle soweit erstmal gut. Ich glaube, das sieht gut aus. Ich glaube, dann können wir schon starten hier. Dauert ja sonst immer eigentlich recht lange hier, diese Vorbereitung der Kämpfe. Aber ich glaube, so ist das, denke ich, mal in Ordnung. Ja. Mein Geld muss ich ja doch ein bisschen sparen hier, bis wir irgendwann die nächste krasse Waffe schmieden können. Ort werden Erinnerungen wach. Hier hat sich nicht die kleinste Kleinigkeit verändert. Enya, ihr wart schon einmal in Gallia? Vor langer Zeit war ich hier. Ich war ein Ritter von Crimea. Kam über ein Austauschprogramm für Offiziere hierher. Und verbrachte viel Zeit damit, im königlichen Palast von Gallia zu studieren. Jetzt wird mir einiges klar. Deshalb hat euch der Anblick der Lagus nicht überrascht. Genau. Ah, ich habe das Meer vermisst. Wenn die untergehende Sonne das Wasser berührt, scheint es, als stünde der Horizont selbst in Flammen. Mein Vater wusste, wo sich das alte Schloss befindet. Er verhielt sich ganz so, als sei er ebenfalls schon einmal in Gallia gewesen. War er mit euch hier? Wir waren nicht die Einzigen. Du warst auch hier, Ike. Ich? Ike! Das ist Mordecai. Du antwortest ihm besser. Ja, aber setz unsere Unterhaltung später fort, wenn wir das Schloss erreicht haben. Mysteriös. Was gibt's, Mordecai? Seid ihr müde? Sollen wir uns hier ausruhen? Nein, ich denke, das wird nicht nötig sein. Georg sind eine schwache Spitze. Dreck ist doch lächerlich. Jeder Lagus würde die Distanz mit einem einzigen Sprung überwinden. Yes, Sir. Stimmt doch. Gott, ich weiß nicht, wenn ich das gleichen kann.
Ja, sie ist auch so ein bisschen so, auch so arrogant. Der eine ist arrogant auf seine Art und sie ist arrogant auf ihre Art, muss man ehrlich sagen. Ist ja schon fast nervig halt, ne? Weitermachst, beschämst du den König. Klingst wie ein Dummkopf. Du bist mein Untergebener. Sprich niemals wieder so mit mir. Falsch ist falsch. Deine starke Kämpferin, Lethe. Aber wenn es um Beor geht, bist du einfach zu. Wie bitte? Kommt schon, ihr beiden, beruhigt euch doch. Mordecai. Warte. Was ist? Wind. Nicht nach Eisen. Geruch von Waffen. Der Geruch von Beor. Mit schwerer Rüstung. Waffen. Sicher? Nee. Ganz. Ich hab aber gefallen. Ja. Was sind immer für Namen, Alter? General Kotaf. Was für ein Name, Kotaf. Ich will einfach Namen rausfinden oder so. Ja. Zum Söldner aus Beispiel. Krimea sind in unser Operationsgebiet eingedrungen. Ha, sie sitzen in der Falle. Ruft jeden Mann. Macht euch bereit. Wir halten den Gegner hier auf. Ja, aber aus dem Grund für seinen Großvater. Ja. Festung Tatana. Schwarze Rüstung. Das sind Soldaten aus Dahlen. Nicht Invasionstruppen? Dahlens Gebirgen. Sie stolzieren durch Gallias Wald, als würde er ihnen gehören. Das werde ich ihnen nicht erlauben. Das ist. Viele Beorks sind dort drin. Tragen eiserne Waffen. Die hier. Das ist nicht gut. Titania, alle sollen sich versammeln. Ha, verstanden. Und nun? Was meinst du? Wenn ihr das Gewürm wirklich zertreten wollt, solltet ihr die Ruinen im Süden einnehmen. Und da ihr mit Sicherheit lieber fliehen wollt, bietet sich der Fluchtweg dort an. Wir werden kämpfen. Oh, in manchen Situationen ist eine Flucht vorteilhaft, aber ich gehe nicht davon aus, dass wir heute verlieren werden. So, so. Kämpfe auch. Gut, wir können Hilfe gebrauchen. Nice. Haha. Ike, wir sind alle versammelt. Gut, dann los. Ich möchte, dass ihr beiden mit Aya und Rolf nach hinten geht. Natürlich. Hehlen auf euch, seid vorsichtig. Lol, als ob. Er hat mal Dialog. Krass, eine Dialogbox. Jeder, der in der Lage ist zu kämpfen, nimmt sich eine Waffe. Raid Söldner, Bewegung. Okay, das ist ja interessant. Okay, Ja. ja, wir haben auch alle mit. Wunderbar. Aber wir können die anderen beiden nicht spielen. Nee, die sind wohl NPC-Einheiten, wenn ich das so sehe. Was ist denn Schlau. Beorg wach? Macht Spezialeffekte bei Beorg-Attacken unwirksam, nur für Lagus geeignet. Okay. Null Angriff, okay. Ich glaube, das ist aber das erste Mal, dass man wirklich so ein Animal immer wirklich viel Story hat. Ja, das stimmt. Mordecai, Lagusstein. Erlaubt einen Lagus, seine tierische Gestalt beizubehalten. Okay. Interessant. Also so ganz wie dieses System funktioniert, steige ich noch nicht so ganz durch, weil. Mal gucken. Noch sind die ja NPCs. Mal gucken, ob die mir das halt vorführen, sozusagen. Aber so ganz durchgestiegen bin ich in das System, wie die funktionieren, noch nicht. Aber. Den. Ich würde es ja auch nicht ausschließen, dass wir irgendwann ja doch mal auch tierische Einheiten hier benutzen können. Weil wenn ich weiß, dass man diese Einheiten ja in Heroes auch hat, die zwei. Könnte ich mir auch vorstellen, dass die irgendwann spielbar sind. Weil du hast halt irgendwas behalten, ne? Ja. Oh, okay. Und Wir haben ja auch Gefahr. theoretisch. Hero hat man ja theoretisch auch die Eltern von Awakening und Faith. Ja, stimmt, da gab es auch tierische. Da gab es ja auch Keaton beispielsweise und Caden und Penn und Keaton noch ein Geist ist in dem. Selkie und wie sie heißen. Ich denke mal, so ähnlich werden die wahrscheinlich hier auch funktionieren. Vermute ich mal. Okay, aber es sieht mir ja. Aber ich wollte nur noch mal kurz die Lage noch gucken. Ja, echt, eigentlich nicht so viel, glaube ich. Ich glaube, wir hatten schon mehr Gegner. Also, wobei, vielleicht kommen noch mehr. Ja, stimmt, das kann sein. Das kann ich ausschließen. Ja, gut. Dann, war viel vorbereitet muss ich nicht. Wobei, ich muss mal gucken, weil ich da oben Häuser gesehen habe. Dass ich vielleicht zu diesen Häusern dahin gehe. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieser Pirat sich auf die Häuser ausmacht. Mit.
stehlen will, was ich nicht so toll finde. Warte mal, hier komme ich. Da komme ich lang. Ah. Frage, nutze ich Titanium, um dahin zu gehen? Ich würde fast sogar sagen, ja, aber ich glaube, die zwei werden ja bestimmt doch ein bisschen stark sein, wenn ich heute seinen KP-Wert sehe. Ich habe gerade Mordecai, sollte ein bisschen was auf dem Kasten haben. Ah. Denk mal, ich kann Titania dahin schicken, um die Häuser dazu sichern. Mal. Aber gut, dann legen wir mal los. Schon wieder 20 Minuten verbraucht durch Story und Vorbereitung. Wunderbar. So lange würde auch der Werdegang in einem Kloster dauern. Ich dachte, du sollst hinten bleiben. Ike! Aya, du und Rolf haltet euch im Hintergrund. Bleibt zurück, egal was passiert. Nein, Ike, wir werden an deiner Seite kämpfen. Beide. Was? Nein, das werdet ihr nicht tun. Im Ernst, Alia, ihr beiden habt nicht mal eine Waffe. Ich habe dies hier. Ein Heilstab? Genau, und Riss hat mir beigebracht, wie ich ihn verwenden muss. Ich kann Verletzungen heilen. Zwar nur kleine, aber dennoch. Deine? Nein, ich lasse dich auf keinen Fall mit auf diese, auf das Schlachtfeld. Was? Rolf, hör auf, dich wie ein Rotzlöffel zu benehmen, du Heini. Ich werde auch kämpfen. Ich bin gut mit dem Bogen. Wirklich? Das ist ja ganz was Neues. Eine bessere Lüge fällt dir wohl nicht ein, was? Das ist keine Lüge. Das stimmt, er lügt nicht. Natürlich lügt er. Wie redest du denn da, Aya? Rolf hat immer mit dem Bogen geübt. Er ist wirklich gut, nicht wahr, Rolf? Das bin ich. Wann hast du gelernt, mit dem Bogen umzugehen? Mal sehen. Glaube ich, hab das einfach so gekonnt. Hör auf zu lügen, du popelfressender Bengel. Man nimmt sich nicht einfach so eine Waffe und fängt an, sie im Kampf zu führen. Jemand muss einem die Grundtechniken beibringen. Nun, vielleicht bin ich einfach ein Wunderkind, weil ich es mir selbst beigebracht habe. Deiner. Weiß doch gar nichts, Beut. Genau. Lächerlich. Aufhören, ihr beiden geht zurück. Nein, werden wir nicht. Boah, das ist der beste Zeitpunkt, um sowas auszudiskutieren eigentlich. Mhm. Soldaten, die da sind, denken sich auch noch so, was haben die denn da für Probleme? Die diskutieren ihr Familienverhältnis sozusagen. Dann müssen die anderen beiden da umdenken. Ja, und die zwei auch. Rolf und ich sollen einfach da sitzen, warten und uns um euch sorgen? Wir wollen nicht mehr warten, wir wollen an eurer Seite kämpfen. So ist das also. Wie ist es mit dir, Rolf? Empfindest du das genauso? Aha, wir wollen lieber bei euch sein. Und was jetzt, Commander? Wir nehmen sie mit. Wir haben keine Zeit für solche Streitereien. Außerdem sind sie leichter zu bespitzen, wenn sie in unserer Nähe sind. Meinst du das ernst? Ja, ich werde das nicht bereuen, Ike. Das verspreche ich. Das hoffe ich. Und Oscar sagt einfach gar nichts. Ja, der denkt sich auch nur so, wo bin ich hier nur geraten? Okay, zwei neue Einheiten. Okay, ja, das sieht schon sehr geil aus, wenn ich das sehe. Wow, also Hut ab, weil vor allen Dingen, wenn ich schon Riss die ganze Zeit habe, der schon so deutlich besser ist als sie, aber okay. Und halt voll. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt mich trauen will, ihn anzugucken, seine Werte. Weil normalerweise sind Bogenschützen eigentlich immer in den meisten Games, also gut, mit einer Ausnahme von so einem Namen, also von jemandem namens Takumi, relativ ungebräuchlich. Und ich werde auch hier nicht eines anderen belehrt. Aber interessant, er hat seinen eigenen Bogen. Okay. Spezieller Bogen, den Rolf im Training verwendet, kann nur von Rolf eingesetzt werden. Okay. Ich finde, dass beide Level 1 sind. Ja, das sagt natürlich auch einiges aus. Aber gut, ich weiß ja nicht ihre Werte, die habe ich nicht nachgeguckt, aber. An sich ist es ja nichts Ungewöhnliches, dass es Charaktere im Spiel gibt, die zwar äußerst unterlevelt kommen, aber wenn man sie ein bisschen trainiert, dass sie dann Killermaschinen werden. Wobei ich das im Fall von den beiden, glaube ich, eher bezweifeln werde, aber mal sehen. Mal sehen, wie das hier passieren wird. Okay, ich glaube, das wird eine interessante Map hier. Aber mit den zwei hätte ich jetzt echt nicht gerechnet, muss ich gehen.
Komm, wenn der ein Schwert hat, dann komm. Ja, du kriegst mal eine Bewährungsprobe. Ich will mal wissen, ob du den ausweichen kannst. Tanken glaube ich eher nicht, aber ausweichen. So, dann machen wir das so. Dann können wir die eigentlich gut aufteilen. Dann geht ihr drei dahin. Ja. Ach nee, stimmt. Nee, warte, da steht einer, ne? Ja, und gehen hier hin. Jetzt weiß ich nur nicht, ob die sich jetzt eigentlich von selber bewegen oder... Keine Ahnung. Oder warte, man kann sich jetzt auch steuern hier. Heels-Kommando, ich weiß es nicht. Erstmal hier alle auswählen, um die Gegner range. Okay, aber da das ein Schwertyp ist, ist das wahrscheinlich Oscars Aufgabe. Oh, jetzt wollte ich eigentlich mal befehlen. Na, wir werden es ja gleich mal sehen. Jetzt. Ja, dann ist sehen was. Ja, ich störe das Bild nicht gerade voll, dass er mich fängt. Ich immer die Okay. Galtwandel. Ja, sie bewegen sich von selbst, okay. Schade eigentlich. Der würde ein bisschen mehr Schaden machen. Aber ich weiß gar nicht, mache ich die Animation eigentlich jetzt wieder an? Ich weiß das nicht. Geht halt schon schneller dadurch, aber sehen halt cooler aus. Übrigens. Ja. Wenn ihr eine besondere Aufgabe für uns habt, wir hören euch gerne zu. So. Bah, wasch dir die Ohren. Wenn du es wünschst, folgen wir deinen Befehlen. Aber du musst uns anweisen. Oh, ihr seid willens, Befehle von mir anzunehmen? Das ist ein Kampf der Beorg. Wenn du uns keine Anweisung gibst, haben wir keinen Grund, noch länger hier zu bleiben. Das sind die Worte unseres Königs. Aber gestern Abend hast du... Das war eine Ausnahmesituation. Dachten, ihr wäret in Gefahr. Da habt ihr richtig gedacht. Wir waren in Gefahr. Ich danke euch. Ihr wart uns eine große Hilfe. Dankeschön. Gut, lass uns zusammenkämpfen. Wenn du uns keine Anweisung gibst, tun wir das, was wir für gut heißen. Akzeptabel für dich? Natürlich. Bleibt nur uns allen Glück zu. Gut, dann könnte ich sie jetzt zumindest irgendwo wegbewegen, dass sie nicht die Erfahrungspunkte klauen, aber... Es sind halt schon einige Gegner hier, das ist so eine Sache. So, aber tatsächlich würde ich erstmal sagen, unsere neue Main-Magierin. Der ist ein bisschen kleiner, zu schnell. Vielleicht macht sie ja einen Crit. Naja, aber mit 8. Ah, leider nicht. Naja, egal. Vorgeschwächt. Ja, Stahlschwert. So, warte mal. Sammeln, erhalten, Skill und ausweichen. Ich glaube dann, ja, wobei, aber das mache ich dann für alle. Enden und Skill zu. Vielleicht muss ich das auch nochmal reingucken. Ich dachte, das gilt eigentlich nur für Blau, aber das gilt dann ja anscheinend auch für die Gelben, aber. Kannst du die gleich bewegen oder nicht? Moment mal, dann. Ah, ich. Ja, jetzt bin ich das Ganze über vorne anfangen. Was passiert? Okay, da muss ich es mir jetzt doch nochmal angucken hier. Ich kann ja zumindest schnell durch. Was tust du denn gerade? Da anweisen. Vielleicht, das kann man nur anweisen. Gibt eine Partner-Einstellung. Was genau? Kurz erklären. Also ich muss ehrlich mal sagen, ne? Aber das sieht ja nicht mal schlecht aus. Ja, doch. Das ich habe nicht so auf ihr Design geachtet, aber. Ach so, es gibt auch Anweisungen. Ach, guck mal an. Also Befehl ist für die Blauen und Anweisung für die Gelben. Macht auch Sinn, weil Befehl in Blau ist und Anweisung in Gelb. Das macht doch Sinn. ich lerne dazu. Die Gelben sollen eigenverantwortlich kämpfen.
Permanenten sollten auf der aktuellen verbleiben und auch ausweichen. Lange geht auch ausweichen. Alles klar. Erfahrungspunkte dann klaut, weil ich glaube, ich werde mit denen so klarkommen, glaube ich. So, du machst dann mit dem Stahlschwert den hier weg. Sagen Boy, du kannst doch bestimmt den Magier wieder one-shotten. Ja, wunderbar. Boah, der ist echt eine Killermaschine geworden. Boah, ich glaube, dich kann ich ja mal heilen, ne? Ja, genau. Erstmal Ei, ja, wobei. Weiter machen wir mal die Animation. Neun Einheiten hier haben. Ja, genau. Wollen zumindest wieder mal. Ach ja, stimmt, Heilung. Heilung gibt es ja hier nicht als Animation, habe ich vergessen. Aber vielleicht, ich glaube zwar nicht, dass sie irgendeinen Kampf reingehen wird, aber für den Fall der Fälle. Vielleicht wird sie irgendwann mal eine Magierin oder so. Ja. Ja gut, den werde ich noch nicht können, aber zumindest. Oscar wäre ein bisschen stärker noch. Sonst ist er ja ziemlich cool und sowas er kann, aber seine Stärke lässt ihn freuen. So, und währenddessen hier, Rolf, wie sieht's aus? Immerhin ja. Mehr als ich gedacht hätte. Wie viel würde Mia machen? Mia würde, naja, nicht wirklich mehr machen. Oh Gott, das sieht man da. Hört ich Titania nicht, hört ich jetzt mega Angst bei dieser Truppe. ja gut, dann schwächst du ihn mal vor. Dann kriegst du etwas Erfahrungspunkte. Ja, es ist dein Ernst. Das waren glaube ich 12% oder so, mit der er getroffen hat. Oh mein Gott. Vielleicht crittet er ja, das wäre ja geil, wenn er critten würde. ja. Das eher weniger. Ich könnte sagen auch, dass wir den als Bogenschützen behalten werden. Ja. Wer weiß, wahrscheinlich kommt es darauf an, wann, ob eventuell nochmal Shinnon zurückkehren wird oder nicht. Nicht echt mal. Ja, ich glaube auch. Die Frage ist nur, wann. Ich glaube nicht in nächster Zeit, glaube ich. Ich habe das Gefühl, der gute Shinnon wird ein bisschen auf sich warten lassen, bis der wieder hierher kommt. Wer weiß, wer weiß. Oder vielleicht wird es sogar noch ganz anders, was ich nicht so geil finden würde, aber das ist immer dahingestellt. Ja. Wir Gatrie wieder haben, der war cool. Der blaue Power Ranger. Ja. Ja, wirklich cool. Der hat mega viel ausgehalten und trotzdem als ein Ritter gedoppelt und viel Schaden gemacht. Ja. Ja, aber... Komisch, was dieser Pirat macht. Ich wäre eigentlich davon ausgegangen, dass der, ja, dass der, im Dorf will, zu den Häusern will. Plündern, aber irgendwie danach aus. Ja. Bei der Magier. Ja, komm, den Magier kann. Könnte ich auch mit. 10 Angriff. Du hast. 15 Rest. Also, okay. Rest wird eben keinen Schaden kriegen. Aber ihr zwei. Ihr solltet da eher nicht in die Reichweite da reingehen. So, und dann haben wir hier noch zwei von denen. Ich glaube, ich würde aber nicht so rein, glaube ich. Also vom Kampf her sind schon weniger eigentlich. Ich glaube eher das, was noch lange wird, wenn jetzt nicht noch hier so Stärkung oder so kommt, wäre den Häusern hier hochreiten oder sonst. Mhm. Und mit Titania soll das ja auch relativ fix gehen. Weil Oscar kommt ja auch ein bisschen weiter. KP. Warum greife ich ihn nicht? Dahin. Damn, ja gut.
angreift, den Bogenschützen kommt, dann sollen die ruhig zu Beut hinkommen. Bis zur Heilung. Aber ey, so schön, dass wir mit dem Scheiß. Gerade von kurz zum Ende einen Fehler gemacht, aber nee, alles gut. Okay, die wollen nach oben hingehen, okay, alles klar. Okay, ist wieder Zeit für Suizid. Da ein Suizidkommando. Ja, wobei, aber die halten doch mehr aus als die vom letzten Kapitel. Will ich aber nichts gesagt haben. Mhm. Aber ich glaube, der wird keinen Schaden machen. Ja, doch, einer war das. War doch tatsächlich ein KP. Was ich irgendwie schade finde hier bei diesen Kampf-Animationen, dass sie hier nicht zeigen, wie viel Schaden sie machen oder ausweichen und so. Ja. Das ist in anderen Teilen, also in Three Houses kann man das ja auch während der Animation sehen, auch in anderen Teilen. Das ist hier leider nicht der Fall. Ja, der ist mal auch mal wieder filtriert worden, der Ritter. Was für eine geile Zahl, wie viel Erfahrungspunkte er hat. Oh. Oh. Warte mal, kennen wir dich nicht? Die kennen wir doch. Die haben wir doch schon mal gesehen, diese Pegasus-Reiterin. Ja, die haben wir doch schon auf dem Schiff gerettet. Ja. Mal sehen, wo sind sie? Aha, da sind sie ja. Okay, ich habe das Gefühl, Ike, du musst gleich auch hier hinten nach hinten gehen. Und so langsam habe ich. Ich weiß nicht, ob ich den hier erreichen kann. Boah, ein Rolf macht einen Kill. Krass. Und den finde ich sogar gar nicht so schlecht, dass er da exakt die 10 Schaden macht, um den zu killen. Jetzt die Frage, ich bin da auch ein Level abzu. Ja, ich glaub, das wird noch dauern, aber. Ja, das dauert noch, aber. Nicht gut, dass er da den Schaden, den nötigen Schaden gemacht hat. So, Mia. Ja, was hoffe ich da auch? Was hoffe ich da auch drauf, dass das killen wird? Was hoffe ich da auch drauf? Das gefällt mir gar nicht mit Piraten da. Gefällt mir echt gar nicht. Warte mal, wenn ich da vielleicht da jemand in die Reichweite schicke. Ein Feld, was mir hier fehlt. Bei. Ich kann natürlich auch nicht stoßen. Wenn ich sie doch nur ein Feld weiter hochstoßen könnte. Oder den hier killen könnte. Ja. Weil zumindest komme ich ja in seine Reichweite dann da rein. Okay. Vielleicht schüttet sie, ja. Ich glaube es eher nicht, Ra. Ich glaube wahrscheinlich nicht. Die einzige Chance, das Einzige, was ich machen kann, glaube ich. Ja, war klar. Ja. Da warte mal. Warte mal. Ich kann mich doch noch danach noch mal weiter bewegen mit ihr. Ich hoffe, das reicht noch, denen das eine Feld. Ich hoffe es. Dass ich dann noch die Felder dahin komme, um in seine Reichweite zu kommen. Ja, okay. Ich hoffe, die KI ist hier wie in anderen Teilen auch, dass die eher auf den Kampf gehen, anstatt auf die Häuser zu plündern. Okay. Weiß, abwarten, was passiert. Ich würde schon schief gehen, Papa. Ja, mal sehen. Iliana, nee, du nicht. Wahrscheinlich nicht. Oscar, das wird dann dein Level, würde ich sagen. Ja, dann dein Level, Oscar. Wow. Ja, dann eher mit der Stahllanze. Wow. Ja. Der gute Oscar ist halt, was Angriffskraft angeht, nicht so gestellt, leider.
einzige, seine einzige, sein einziger Negativpunkt. Und indem er weiterhin nicht arbeiten will. Etwas ist dead. Etwas ist dead. Auch super, dass ich jetzt den ganzen Weg zu dieser, zu der Pegasus-Reiterin Marcia da hochrennen muss mit Ike. Hab ich noch. Ach, aber wo ist sie? Teilen muss ich an. So. Die machen halt gefühlt beide gar nee. Okay, der geht auch auf Titania, okay. In Ordnung. Nicht sogar ganz gut. Vielleicht kriegen wir dann jetzt dazu, Rolf noch mehr Erfahrungspunkte zu geben. Und der Pirat geht zu Titania. Bitte geh zu Titania. Bitte begeh deinen Suizid und greif Titania an. Nein, macht er nicht. Die Frage, will ich das Haus oder okay, was ist das für freigestalten? Ja, ha, ho. Sind das die Gebrüder aus Awakening oder was? Kann sein. Ja, ha, hi. Wir sind das Gesindel der Meere. Wir kämpfen wie wild gegen alle Heere. Verdienen unser Gold gut mit Axt und Blut. Hey, du gemeine Landratte, warum singst du nicht mit uns? Ah, hier drüben, Edata. Schau dir das mal an. Siehst du, was ich sehe? Oho, was sind das denn für Sundern? Menschen gegen Menschen kämpfen? Gallier? Was zum Klabautermann soll das denn? Boah. Ob die wohl vom König kommen, um uns gefangen zu nehmen und das Kopfgeld zu kassieren? Ahahaha. Wollen wir das Aussegel setzen und ein ruhiges Gewässer suchen? Ja, du Wasseridiot. Piraten. Lasst uns doch nicht von Kakerlaken der Regierung verschrecken. Geh an Land. Auf, dann kannst du lernen, wie ein wahrer Mann der Meere sich verhält. Ja, gut gesprochen. Bring mein Blut in Wallung. Komm mit, mein Freund. Ah, mal sehen, was es da zu sehen gibt. Ja, meine Axt ist scharf und mein Verstand ist, ja, ha, ho. Ja, ha, hi. Ah, ja. Ah, nur ich weiß jetzt nicht, vor allen Dingen glaube ich, weiß nicht, ob ich auch noch das andere Haus retten kann, glaube ich. Ich will mal kurz nachgucken, was in dem Haus drin gewesen wäre, was ich nicht mehr bekommen kann. Das ist doof, eigentlich dann schon wieder zu resetten zu müssen. Eine Gift, aber gut, eine Giftaxt halt, ne? Ah, nee, das hat er ja, das ist ja seine Waffe. Ich glaube, die hat er auch nicht gestohlen oder so, weil er das zerstört hat, bekomme ich das halt nicht. Pass of Radiance. Kapitel 9. Erneuerung oder ein Talisman? Also gut, ich sehe jetzt nicht, in welchem Haus was ist, aber... Ah, beides eigentlich gar nicht so schlechte Sachen. Bei Erneuerung, naja, gut. Kommt halt eigentlich so ein bisschen drauf an, was ist. Weil ein Talisman, den hätte ich ja schon ganz gerne. Eine Erneuerung vielleicht nicht so unbedingt. Ich denke, das könnte ich mir auch kaufen. Ja, okay. Ich versuche es in einem anderen Haus zu kommen. Wenn es jetzt nicht ist, dann ist es halt so. Da muss ich ja mit dem. Oh, du kannst dich ja gut bewegen. Ich habe irgendwas Gefühl, weil sie mich bewegen kann. Immer noch nicht. So. So viel Schaden austeilt. Das ist der Wahnsinn. Aber dafür noch 34 Trefferschaft, ne? Ja, wenigstens das. Aber das ist gut, das ist die andere Sache. Ja. Vielleicht Crit. Ion Crit.
Der war gut. Ja. Ja, wobei, dann kannst du da hingehen. Ja, tatsächlich muss man sagen, macht sich zumindest er. Aber gut, er nimmt halt nur das mit, was ihm dargeboten wird, sozusagen. Mhm. Und die drei hättest du auch noch kriegen können. Warte mal, injured. Ja, dann heile ich dich mal. War nicht gekillt. Was... Aha. Kein Schaden, ne? Na gut, aber es wäre schöner, wenn ich ihn gekillt hätte, weil dann wäre der Weg frei. Ich glaube, ich werde auch dann das andere Item wohl nicht kriegen. Titania schwächelt. Wahrscheinlich jetzt würde ich den wahrscheinlich doppeln können, dadurch, dass das Waffenlevel erhöht ist. Naja, egal. Ist jetzt halt so. Jetzt halt mit Leben, dass ich wohl beide Items da nicht kriege und dass ich die Dörfer nicht habe retten können. Ach, egal. Was die Eltern halt solche Sachen. Leider. Ist halt die Sache so, aber vielleicht den Talisman vielleicht nicht auch irgendwie anders bekommt. Also irgendwann anders vielleicht. Stimmt, gibt es da noch Möglichkeiten dazu, aber. Weil tatsächlich muss ich ja jetzt noch sagen, auch so viel Magier gibt es ja nicht, wo ich jetzt hier sagen müsste, wow, da habe ich so viel Angst davor. Ich tatsächlich mal einen nutzen, den er gut hat. Er kann die Magier hier gut anlocken. Ne, du bist ein Hellebardier, okay. Waffenreiber anscheinend, das Waffenlevel, okay. Ah, das kann man auch gebrauchen. Dann ein Stahlbogen. Oscar, gebe ich dir nochmal die Chance. Tatsächlich könnte ich auch vielleicht Dino nutzen können, dann eher, um mir helfen zu können, aber naja, egal. Ah ja, okay. Er wird gedoppelt, okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Nee, das ich auch nicht. Okay, gut, dann habe ich jetzt doch nochmal eine Chance an Talisman und so dran zu kommen. du wolltest ja eh am Anfang resetten, hast du ja gesagt. Naja, dann würde ich mal sagen, dann würde es auch nicht ausschließen, dass dieses Projekt mit einigen Resets und halt Schnitten auskommt. Aha, immerhin scheint sie sich selber rekrutieren zu wollen. Ike, du bist doch... Genau, ich bin's, Marcia. Wie versprochen zahle ich meine Schuld zurück. Ich werde mich euch anschließen. Anschließen? Aber ich dachte, du würdest den heiligen Pegasus-Rittern von Benion gehören. Ich bin aus dem Dienst ausgeschieden. Also, was sagst du? Darf ich nun in deine Truppe oder nicht? Komm, sag schon. Ja. Ehrlich zu dir sein, wir sind ein Haufen verarmter Haufen von Söldnern. Dein Lohn wird ein Hungerlohn im Vergleich zu dem sein, was du gefunden bist. Und, soll das ein Nein sein? Nein, ich will dir damit nur sagen, was du alles verlieren wirst. Ich werde gar nichts verlieren. Plus, ich arbeite zweimal so hart wie jeder andere. Komm schon, bitte nimm mich auf. Bitte! Wenn es das ist, was du willst, dann sollten wir es versuchen. Wir sind so wenig Leute, da wirst du gleich genug haben. Juhu, großartig. Sag mir einfach, was ich tun soll. Aha, auch noch mehr Verstärkung. Okay, aber gut. Wahrscheinlich nach einem Schnitt geht's weiter. Bis gleich. Es geht los.